Ein herzliches Willkommen in unserem Durcheinander. Zurück zu Let's Play Rune Factory 5. Ich habe mir gedacht, weil wir ja jetzt die Story abgeschlossen haben. Nein, Quatsch. Ist wahrscheinlich nur der erste Arc, ne? Und wir beurlaubt wurden von Seed, denke ich mal, dass wir uns umziehen werden. Ich meine, hey. Ich werde mich wahrscheinlich nicht die... Ja, ich soll mich natürlich umziehen. Ich glaube, das war lässige Kleidung, ne? Weil von den DLC-Outfits bin ich nicht so unbedingt der Fan. Ne? Lässige Kleidung ist, glaube ich, unsere Standardkleidung. Genau, wir sind ja beurlaubt worden. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt frei quasi. Dann kann ich mich auch dementsprechend kleiden, ne? Aber übrigens, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich lese mir immer alles durch. Aber so einige Sachen sind halt schon offensichtlich, ne? Ich meine, ich sehe das. Zum Beispiel oben die Lupe. Ich lese, dass da oben Chemiekasten steht, aber... Auf die Lupe, dass eine Lupe als Symbol ist, zum Beispiel, da achte ich nicht drauf. Ne? Ich sehe Chemiekasten, Messer, bla bla bla. Das sehe ich ja alles, ne? Das Einzige, was ich nicht sehe, und das müsst ihr mir verzeihen, ist, dass ganz oben über 22 Mittwoch, Freitag und so weiter und unten ein klein bisschen an meinem PC, an meinem Bildschirm abgeschnitten ist. Das heißt, wenn ich mit jemandem rede, zum Beispiel, ich sehe zum Beispiel, wenn ich das, die Symbole unten habe. Da unten die Lücke nicht mehr. Zum Beispiel. Da wird abgeschnitten bis zu den Symbolen. Quasi. Also das sehe ich denn nicht. Ich glaube, ich habe euch auch gerade gezeigt, wie es aussieht, ne? So, warte, ich zeige euch mal. So ist normal. Und so sehe ich das. Das Spiel. Einmal klein bisschen reingezoomt. Ich kann das auch nicht ändern, leider. Weil wenn ich das ändere, müsste ich jedes Mal zurückändern. Und wenn ich das an der Switch umändern würde, dann wäre es irgendwie alles ein bisschen... da würde die Aufnahme auch kleiner, ne? Also das was ihr seht. Und das ist halt doof. Also verzeiht mir, dass ich mal ab und zu mal unten vielleicht mal ein paar paar Eingabesachen nicht sehe und so weiter. Deswegen verzeiht mir da. Deswegen wusste ich auch nicht, zum Beispiel, Terek hat ja mehr geschrieben, wenn ich mit den Bewohnern rede, ist da unten irgendwie eine Schultertaste, die ich aktivieren kann, damit ich die irgendwie mitnehmen kann, wie so ein Auswahlmenü, wie bei Rune Factory 4, dann ist mir nicht aufgefallen. Wirklich nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich sieht man einen kleinen Ausschnitt davon, aber da es halt so minimal wahrscheinlich ist, da habe ich halt, da achte ich da nicht drauf. Ne? Ich guck mal, ob ich irgendwann jetzt mitnehmen kann und teste es mal aus, wenn ich mit den Leuten rede. Guten Tag. Ah, jetzt steht da LR. Achso, jetzt muss ich drücken und jetzt muss ich... Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Wann ist das denn? Fröhliche Musik für gute Laune, ja. Ha, das dachte ich mir. Du wirkst wie jemand, der fröhliche Melodien bevorzugt. Ach so. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich nie gesehen habe. Okay. Nee, gut. Ich liebe dich. Ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. ja. Wir sind ja jetzt beurlaubt worden, beziehungsweise frei. Wir dürfen machen, was wir wollen. Und ich denke mal, wir werden jetzt erstmal das Feld machen. Oh ja, das ist sogar noch gegossen. Haben wir das im letzten Part sogar noch gegossen? Das kann sein, ne? So, machen wir erstmal die Steine weg. So. Und ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt, weil wir haben ja quasi den ersten Abschnitt des Spiels abgeschlossen. Natürlich wurde jetzt schon einiges angeteased. Aber was genau da auf uns zukommt, keine Ahnung. Ich will mich auch nicht spoilern, ne? So. Die billige Axt. Hier wurde auch geschrieben, wie man das Schmieden leveln kann. Indem man einfach ganz oft die billige Hacke herstellt. Das ist auch gut zu wissen. Das könnte ich dann vielleicht mal nebenbei machen. Jetzt nicht unbedingt in jedem Part von dem Let's Play, weil das ist ein bisschen. Ja, auch ein bisschen too much, ne? Weil ich möchte ja auch immer. Das ist auch immer so eine Sache. Ich möchte ja auch ein bisschen Abwechslung bieten. Mal hiervon, mal was davon machen. Und wenn ich dann halt jeden Tag schmiede oder so, ich meine, am Ende guckt es keiner mehr an. Zumindest ich würde es mir nicht mal angucken. Deswegen hacken wir ein bisschen Holz, aber ich würde gerne eine Zimmererweiterung haben. Weil das ist halt echt. Das ist echt heftig. Also wir hacken Holz und sammeln Steine, meine ich natürlich. So. Das ist zumindest mein momentanes Ziel jetzt.
auf die Zimmererweiterung sparen. Und dafür müssen wir Holz hacken und ganz anderen Gedöns machen. Geld verdienen. Und klar, man kann auch diese Sachen mit Materialien verkaufen, die man so findet, und Essen verkaufen, auch eigentlich ganz gut. Was wir herstellen. Vielleicht nicht immer die Rüben gleich wegschmeißen, wegverkaufen, sondern auch mal direkt erst was daraus machen und dann verkaufen. Ich glaube, das würde sogar mehr bringen, ne? Aber das muss ich erstmal noch sehen. Aber ich muss sowieso erstmal im Spiel so richtig reinkommen. Ich weiß, gut, wir sind jetzt bei Part 30, aber wenn man so ein paar Stunden immer spielt pro Aufnahmesession, dann kommt man auch nicht so wirklich rein in das Spiel, ne? Wenn ich das Spiel jetzt den ganzen Tag lang durchgehend spielen würde, ich glaube, dann wäre ich auch anders dabei. So. Wir haben das erste Mal was geerntet, ne? Wobei es, glaube ich, heute, ich glaube, das haben wir erst in diesem Part auch, an diesem Tag auch gemacht, ne? Ja, das ist so unverständlich, ja. Ich verstehe es nicht, wie man die... Bleiben ja nicht stehen. Die hauen ja ab. Die wollen sich in den Bürsten lassen. Ja gut, da habt ihr selber Schuld. Gut, dann würde ich mal sagen... zum Beispiel sehe ich da unten die Leiste nicht so ganz, ne? Na, Trickbad bitte. Zum Festplatz. Ja. Aber die Leiste sehe ich da unten nicht ganz, ne? Die wird zur Hälfte abgeschnitten. Das ist eine Sache. Und damit nehme ich jedes Spiel auf, was ich von der Konsole aufnehme. Also genau so. Ist ein bisschen lästig, aber man gewöhnt sich dann. Nur bei dem Spiel ist es jetzt gerade mal so, dass da wirklich unten auch angezeigt wird, was man alles machen kann, ne? Und im Schnitt sehe ich das nicht, weil der Bildschirmausschnitt sowieso klein ist. Also das Vorschaufenster im Schnitt. Da achte ich eher inhaltlich drauf, ne? Was ich da benutzen kann fürs Thumbnail und was ich auf den Titel schreibe. Oder im Titel eher. Da. Nice. Alright. Sehr gut. Gut, geben wir das erstmal ab. Ich mag die Musik hier, ne? Die ist so schön. Ich glaube, das Spiel müsste mal langsam gepatcht werden, du. So ein bisschen dürfte es mal. So, tun wir mal rein. Ich weiß leider nicht, wie viel wir brauchen. Wir haben jetzt auch nichts hier Neues, ne? Ist heute irgendwas los oder was? Das willst du mir erzählen? Mir war gar nicht bewusst, dass es heute so bewölkt ist. Das erklärt wahrscheinlich, warum es draußen so dunkel ist. Du machst eine Pause von Seed, hm? Ja, nur um ganz sicher zu gehen. Du ziehst die nicht komplett aus dem Dienst zurück, oder? Yes. Genau, hat man Livia behandelt, ist wie eine Art Urlaub. Ah, das hört man gern. Ich weiß, aus meinem Mund hört sich das vielleicht komisch an, aber ab und zu muss man mal die Seele baumeln lassen. Ja, das hört sich wirklich aus deinem Mund komisch an. Wir gehen mal zu unserem Brothändler. Ja, ganz wichtig. Und holen uns mal ein bisschen Brot. Ja, ein bisschen Brot tut gut. Wenn wir schon hier sind, ne? Reden wir mit den Leuten. Wie soll ich so einen schönen Tag verbringen? Oh, du magst es nicht, wenn es draußen bewölkt ist? Vielleicht sollte ich mich dann bedeckt halten. Haha, lol. Da draußen erzählt man sich, dass du richtig in den Mangel genommen wurdest. Seine Chefin zu schlagen und gefeuert zu werden? Uff. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wie seltsam, willst du mir sagen, dass Schläger und Opfer vertauscht wurden? Ich kann keine blauen Flecken an dir erkennen. Ey, willst du jetzt sagen, dass ich... Gott, vergiss es einfach. Hi. Mann, dieses Wetter ist echt seltsam. Hi, Nico, hast du zufällig Hunger? Warum fragst du? Ich habe gehört, dass du eine Pause von Seed nimmst und wollte dir etwas Gutes tun. Ein leckeres Schmaus, na, wie hörst du das an? Perfekt, oder? Ich find's gar nicht toll, wenn du betrübt wärst, also, danke, Priscilla. Ich schaff das schon, bestimmt habe ich bald meine Antwort. Klar, ganz bestimmt, ich drück dir die Daumen. Du meine Güte, die Wolken hängen heute aber tief. Ja, ist okay. Ich muss Randolph Bescheid sagen. Und Miko, du armes Ding, ich habe gehört, dass du eine lange Pause von Seed nimmst. In letzter Zeit hattest du es wirklich schwer, Schätzchen. Kein Wunder, dass du Urlaub nimmst. Jetzt ist erstmal all dein Lieblingsgericht und ruh dich aus. Du hast es verdient. Ich würde gerne Brot kaufen. Bitte. Ich hätte gerne mehr Wechselbrot. Ja, bitteschön. Und nochmal, bitte. Ja.
Das ist mir bekannt, weil du mir sagtest, weil du mir schon sagtest, du hast nur zwei. Dementsprechend ist mir das bewusst. So. Dann essen wir mal. Und eine Anfängerangel. Und eine Spaltaxt. Und eine stabile Hacke. Das ist doch mal ganz gut. So. Gehen wir mal zu Palmo. Und luschern mal, wie teuer genau die Wohnungserweiterung kostet, damit ich dann nochmal ganz genau weiß, was ich da haben muss. Nicht, dass ich das schon habe oder so und ich acker mich hier noch ein paar Parts durch. Bis zu dem Zeitpunkt und ja. Ich hoffe, die haben auf. Na gut, reden wir erstmal mit denen. Ey, das Wetter scheint sich heute... Ja, Wetter ist mir egal. Kein Smalltalk hier. Die ganze Stadt redet nur davon, dass du Seed verlässt. Hauptmann Livia hat irgendetwas davon gesagt, dass du deinen Horizont erweitern willst. Oder so ein Kram. Und? Stimmt es? Also da... Ich stelle nur Medizin her. Also darin steckt schon ein König Wald, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Hi. Verkauf Möbel, falls du welche brauchst. Ich möchte etwas renovieren, bitte. Welcome. Okay. So, es wird mehr... Wir haben das ganze Zeug schon... Wir brauchen nur 10.000 Gold. Also nicht mehr viel. Wenn wir jetzt ein paar Hacken herstellen, könnten wir sogar schon das Geld haben. Am nächsten Tag zumindest, weil wir müssen ja sowieso erstmal warten. Jetzt habe ich vergessen, mit den Dicken da zu reden. Shit. Ich war schon mit den Gedanken weiter. Aber es kann man nichts dran ändern jetzt. Ich gehe jetzt nämlich nochmal zurück. Jetzt stellen wir erstmal Sachen her. Gut. Was soll ich machen? Ich möchte gern Werkzeug schmieden. Und zwar würde ich gern erstmal... den Bronzehammer. Oh oh. Ja, das ist krass, dass es so viel verbraucht. ja. Ich werde erstmal den alten Hammer jetzt erstmal in die Box schmeißen. Wenn das dann erstmal fertig lädt hier. So. Hinein sie bitte. Und zwar... Erstmal, ich brauche die Lanze nicht, ne? Ich brauche die Lanze nicht. Die kann weg. Spielzeughammer, damit kämpfe ich auch nicht. Die Routen behalte ich mal, außer die normale. Kampflanze kann auch weg. Zweihänder eigentlich auch. Ja, eigentlich kann er weg. So. Wir haben jetzt den Bronzehammer. Das ist doch ein Ausrüstungsgegenstand, oder nicht? Also ein... So, okay. Ich musste den jetzt aber aus dem Weglegen. So, hineinsehen bitte. Ach, wir kriegen nur irgendwie 200 irgendwas dafür. Dann kommt der billige Hammer weg. Gut. Testen wir mal. Ja. Weil, wie soll er sein, ne? Wie soll das schon sein? So, also rein. Gut, wir haben jetzt kaum einen Runenpunkt. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz eben hier hin. Ja. Du. Da würde ich gerne. Ich hoffe, ich darf da jetzt umsonst noch baden. Weil ich habe jetzt nichts zu essen. Ich würde jetzt ungern mein Geld ausgeben für irgendwie ein Essen oder so. Ich glaube, ich habe auch keine fertigen Rüben jetzt im Kühlschrank. Ich hätte mir was von meinen Sachen abzwacken sollen. Hey, mir wurde gesagt, dass du eine Pause von Seed machst. Wie wär's, wenn du ein schönes, langes Bad nimmst? Das heiße Wasser wird all deine lästigen Sorgen einfach wegspülen. Habe ich vor? Ich möchte ein Bad nehmen. 500? Ja, gut. Ja. Ich dachte, ich darf kostenlos, aber ich hätte das Ding ausrüsten sollen, ne? Ich hätte es echt ausrüsten sollen. Das Abzeichen.
Na gut. Na gut, kann man jetzt nichts dran ändern. Düp, 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 düp. Gut, wie kriegen wir jetzt viel Geld? Wir können angeln. Und Fische verkaufen. Weil... viel... zu verkaufen habe ich ja sonst ansonsten nichts, ne? Gut, dann angeln wir ein bisschen. Wenn ich halt nur mehr sehen würde, ob die Fische da kommen. Ach, das dauert halt auch ewig, ne? Oh, das liebe ich ja. Ach komm, vergiss es. Das ist mir zu doof. Ich habe keine Geduld dafür. Ich muss irgendwas anderes machen. Was mache ich denn? Was ist das denn? Hä? Oh, hier scheint sich was verändert zu haben. Oh, das ist gar nicht schlecht geworden. Palmer arbeitet echt schnell. Weißt du, was das ist, Lucy? Aber natürlich weiß ich das. Ich habe schließlich darum gebeten. Ach, wirklich? Was denn? Was ist denn neu? Ich habe nichts gesehen. Ja, Julia nervt schnell damit rum, dass er fischen gehen will. Aber es ist gefährlich, wenn er allein zu nah ans Wasser geht, weißt du? Also habe ich mit Palmer gesprochen und ihn darum gebeten, uns einen Platz zum Teamfischen zu bauen. Teamfischen? Was soll das denn bitte sein? Naja, hab dabei angelbar zu zweit und muss sich seinen Partner anpassen, um erfolgreichen Fisch an Land zu ziehen. Wenn man es richtig gut hinbekommt, kann man mit viel besseren Fängen rechnen, also als wenn man allein fischt. Du kannst ja auch gerne mit jemandem fischen, Miku. Ich gebe dir offiziell meine Erlaubnis. Danke. Aber du kannst natürlich nur jemanden mitbringen, mit dem du gut befreundet bist, sonst hat er oder sie wahrscheinlich keine Lust, mit dir zu fischen. So, wann... ist das Schild echt neu? Ich wollte es nur Schild lesen, weil... was ist das da? Ja gut, mit wem holen wir uns da dazu? Schau mal auf die Karte. Gehen wir mal ins Gasthaus da. In die Gastronomie. So. Dann fragen wir irgendjemanden, ne? Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Teamfische, also. Martin. Ah, du baust also wieder hin und wieder Erz ab. Wenn du draußen okay, mit dir kann ich nicht. Mit dir kann ich. Hast du bei diesem Wetter nicht Lust auf ein Eis? Ja, auf jeden Fall. Ja, davon wird man nicht nur erfrischt, das bringt auch das Gehirn auf Touren. Wenn man zu viel ist, dann auf jeden Fall, ja. Wusste ich doch, dass du das verstehst. Nichts geht über Süßigkeiten. Ziehen wir gemeinsam los? Reike, willst du mich auf ein Abenteuer begleiten? Ox, meinst du das ernst? Mach schnell, okay? Deine Gruppe. Du kannst gute Freunde, Verbündete, Monster zu deiner Gruppe hinzufügen und nach draußen auf Erkundungstour mitnehmen. Du darfst aber höchstens 3 Mitstreiter in deiner Gruppe aufnehmen. Monster, die mit Hilfe eines Zaubersiegels gefangen wurden, werden auch als Gruppenmitglieder gezählt. Du kannst allerdings nur ein Monster, das mit einem Zaubersiegel gefangen wurde, in deine Gruppe aufnehmen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich würde gerne hier, Teamfischen. So. Probieren wir es mal aus. Dip, 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 dip. Muss ich das Schild ansprengen? Vielleicht möchtest du mir hier mal anschließen. Oh hey, würdest du mir helfen? Ja, ich will dich begleiten. Was? Ich hab... zieh auf die Mitte der Leiste. Okay. Ich dachte, ich kann das mit Reika machen. Ups. Beim ersten Mal habe ich nicht so völlig zu spät damit gerechnet. Ja, das war natürlich sehr gut. Ey, komm. Das ist schwer. Fehlschlag. Für heute habe ich genug. Ey, das ist aber auch nett, oder? Für heute habe ich genug. Ich will wissen, was das da ist. Leute, wenn ich da später irgendwie durch Zufall... wenn ich da später rankomme, dann sagt mir Bescheid, wenn ich es durch Angeln mache, wenn das irgendwas mit Spoiler zu tun hat, dann lieber nicht schreiben. Allerdings, ja, wenn ich sonst... ja, sonst habe ich keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt mal kurz mal den ersten Boss klatschen. Normal, ich sollte ihn ja öfter machen, wurde mir geschrieben. Für eine spätere Aufgabe. Ich denke mal, jetzt kann ich ihn mal einmal machen. Mit Reika zusammen. Vielleicht können wir auch irgendwelche Spezial-Kombo-Attacken. Das würde ich allzu gerne sehen.
Probieren wir es mal aus. Ja. Ach, jetzt kann man überspringen. Gut. Dann greifen wir mal an. Muss man wahrscheinlich gut dafür gelevelt sein. Oh, das levelt ihn auch. Nice. Fell. Interessant. Hm, was gibt's? Alles in Ordnung? Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Gut, das freut mich. Wir brauchen Geld. Ich könnte höchstens die Fische verkaufen, die ich habe. Ich meine, Angeln geht ja relativ zügig, oder? Um zu breiten können wir die noch nicht wirklich. Gut, dann nehmen wir die mal raus. Hineinsehen. Warte mal, packen wir erstmal kurz mal ein paar Sachen weg. Das hier. So. Sehr viel Stuff noch aus der Höhle, ne? Gut, Fische. Kommt einfach alle mit. Wenn ich euch nochmal brauche, angel ich mir einfach neue. Kurz Waffe weglegen. Och Mann, es ist halt echt umständlich, immer diese lange Ladezeit zu ertragen, nur wenn man kurz mal rein will. Das stört mich auch immer wieder am Anfang, wenn ich anfange aufzunehmen. Und das stört mich auch extrem. Hineinsehen bitte. Ich brauche ganz viel Geld. So. Wie viel kriege ich? 6.000 dafür, okay. Dann können wir uns wenigstens die Hauserweiterung leisten. Nicht hauen. Nachher muss ich auch noch davon eine neue kaufen. Haben wir sonst Anfragen? Ja, warte mal. Für 5 Rettige. Versandrate auf 10%. Ja. Wie viel reicht ein Erkältungstrank? Ich muss dafür nochmal ein Rezept kaufen. Medizinrezept erstmal bringen. Erholen. Gut, da habe ich jetzt, da ich jetzt sowieso warten muss, bis ich irgendwas machen kann da, bis ich genug Geld habe, werde ich jetzt einfach schlafen gehen. Oder? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Wir werden jetzt unsere Ruhepunkte noch aufbrauchen. Und dann gehe ich schlafen. So, bitte Werkzeuge schmieden. Eine stabile Hacke. Oder haben wir die schon? Nee, wir haben nur die billige Hacke, ne? Spaltaxt, was fehlt uns da? Stein. Steine dienen als Material. Das interessiert zwar niemanden sonderlich für sie, sind aber nützlich. Beispielsweise Steine, runde Steine. Okay, jetzt müssen wir aber welche einsammeln. Ja gut, dann ist kein Problem. Haben wir draußen welche liegen? Das mache ich dann eben schnell. Ja, hier jetzt nicht. Oben beim Drachen vielleicht. Ja, da liegen ein paar Steine. Reika will anscheinend helfen. Oder auch nicht. Da liegt noch ein Stein. Und da liegt noch ein Stein. Genau, schmeiß weg. Anstatt einfach einzusammeln, ne? Nee. Das nicht. Guck mal, Reika, was ich so tolles kann. Kannst du nicht, ne? Doch, kann er. Können die alle. Eigentlich müssen die gar nicht mehr hier überall durch die Straße laufen. Können sie einfach zu dem nächsten Ort teleportieren. Gut, da bin ich wieder. Werkzeug schmieden. So,
So, bitte eine Spaltaxt. Bronzehammer haben wir, glaube ich, ne? Ja. Eine Anfängerangel? Kostet, das ist zu viel. Das ist zu viel. Yay! Dann werde ich nochmal kurz mal den Stuff verkaufen. In die Box legen, weil sonst so, damit es sich auch wirklich lohnt. Mal eben kurz. Mal ganz schnell. Ohne, dass irgendwas laden muss, natürlich. Einmal kurz hineingehen. Ich würde gerne billige Hacke verkaufen, weil wir haben eine stabile. Eine Spaltaxt, dann kann die billige Axt weg. Billige Sicherheit haben wir. Ach, die Eisensicherheit hätte ich mir auch noch, hätte ich gerne noch herstellen können. Na gut. Dann werden wir jetzt schlafen gehen. Ich möchte jetzt gerne diese Partyhauserweiterung noch sehen. Deswegen gehen wir jetzt schlafen. So, schlafen gehen. Gute Nacht. Riker, übrigens, man sieht sich morgens, ne? Ah, guck mal, wie er ist. Er ist pünktlich da. Das freut mich. Wir werden uns jetzt auf den Weg zur Palmo machen und da gibt es einen Schnitt. Oh, ja gut, es gibt keinen Schnitt. Weil ich ein bisschen was hier ernten will. Eine Kartoffel. So, das tun wir mal weg. Yes! Ja, behalte. Spielkraut? Yes! Dich behalte ich mal. Ich muss heute nicht gießen. War die auch mal? So. Aber was wir machen können, ist mal die anderen Sachen ausprobieren. Spaltaxt zum Beispiel. Bringt aber auch nicht viel, ne? Wobei doch, immer zwei holt das raus manchmal. Da kommt mehr raus. Oder? Oder ist es nur schneller, weil zwei Stück vielleicht rauskommen könnten? Da bin ich mir echt nicht sicher. Da bin ich ein bisschen überfragt. Naja, egal. Guck mal nochmal oben. Ja, da ist zumindest hier ein Steinchen. Nehmen wir mal den Bronzehammer. Und hauen die mal kaputt. Sehr gut. Die habe ich irgendwie übersehen gerade. Wo ist denn die Axt da? Okay, weg. Warp-Menü. Rickbad. Blauer Mond. Gehen wir da mal hin. Ich glaube, und dann werdet ihr immer gleich einen Schnitt sehen. Ja, es gibt einen Schnitt tatsächlich. Ab und zu muss ich ja schneiden, ne? Bis da der Laden auf hat. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass wir unser Haus sortieren. Wir sind da, beziehungsweise, dass wir einen Platz haben, ja. Gut, Leute, dann bis gleich. So, das ist gleich 8 Uhr. Yay! Endlich wird es Zeit. Ich hoffe, dein Chef ist da. Ja, das werden wir jetzt sehen, ne? Und es sind Sachen verkauft worden. Sehr gut. So, gehen wir rein. Ins Studio Palmo. Die Hauserweiterung wartet auf uns. Hallo. Ja, niemand mag diese Wetter. Die Regentropfen schlagen nicht nur auf Grund und Boden, sondern auch aufs Gemüt. Bravo, Rico, dürfte ich dir meinen herzlichen Glückwunsch für den Abschluss einer höchst schwierigen Mission beerkunden? Wo dich die Zukunft auch hinführt, die Bande zwischen uns wird niemals brechen. Oh, was Palmo diesmal für eine Geschichte aufgeschnappt hat. Hallo. Ja, wow, du klingst glücklich. Ist heute etwas Gutes passiert?
Nicht wirklich. Hast du nicht auch manchmal das unerklärliche Bedürfnis, auf der Stelle so laut es geht loszujodeln? Nein. Ach, Reika, geh mal nach Hause. Was gibt's? Geh schon mal nach Hause. Ah, du kannst das doch. Tschüss. Da sitzt er. Weißt du, in letzter Zeit laufen wir uns echt oft über den Weg. Versuchst du einfach mich in ein Auge bezahlen oder was? Tja, hast was gemacht, weshalb du glaubst, jemand müsste dich in ein Auge behalten? Ziemlich schlagfertig, das gefällt mir. Gut. Ja. Verdammt, ich will gerne meine Hauserweiterung kaufen. Was ist jetzt los? Die haben doch auf. Wir haben Freitag, 8.15 Uhr. Wo ist das Schild? 9. Gott, ich dachte... Gut, da gibt es halt noch einen Schnitt. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Dass das Gras hier ziemlich hoch ist. Ich meine, die müssen mal mähen oder so. Was ist das denn für ein Rasen, ey? Das geht ja so hoch, ey. Unfassbar. Man, da sieht man mal, wie die Leute hier also drauf sind, ne? So hoch lassen sie es wachsen. Gut, es ist 9. Ich würde gerne... Und Punkt 9 hört es auf zu regnen, oder wie darf ich es verstehen? Egal. Egal! Ich habe gehört, ihr arbeitet heute. I see you're full of energy. Achso, ich dachte gerade, ey, Palmo redet. Herzlich, hallo, immer hereinspazieren. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne renovieren. Und zwar würde ich gerne mein Haus. Ja. Ich komme bald wieder. Er kümmert sich gerne noch etwas länger am Anblick dieser meisterhaften Möbel. Schon gut. Komm bald wieder. Auf nach Hause. Ich habe jetzt ganz viel Geld ausgegeben, damit ihr meinen Raum vergrößert. Wie aus Magie. Wie aus Magiehand. Herbeigezaubert. Während die Leute sich bewundern. Oh, tatsächlich. Ich war gerade dezent verwirrt, weil ich stehe hier. Hä? Ist alles wie beim Alten. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde hier nochmal alles hinstellen, wie es mir beliebt. Und dann werdet ihr im nächsten Part sehen, oder? Gut. Bis dann. Haut rein und tschüss.